Hi zusammen und schön, dass ihr heute Morgen geschaut auf MH Games TV zu einem neuen Video, von einem Opening. Und zwar schauen wir uns ein neues Starter-Set an. Und zwar von Mr. Lauchzelot. Er hat endlich, das Mr. Porenta hat endlich seine neueste Entwicklung bekommen. Und zwar ist er richtig geil geworden. Ich muss sagen, er sieht richtig geil aus mit seinem bösen Blick und mit seinem Lauch in der Hand. Was sagt man dazu? Wir schauen uns das ganze Starter-Deck mal an und schauen, was er taugt. Das schöne Starter-Set. Schöne Verpackung, der Lauchzelot mit seinem Lauch in der Hand. Hat er ja aus Waffe jetzt, so wie es aussieht, sehr stabil, das Ganze. Machen wir es mal auf und schauen wir es uns natürlich an, wie das Ganze, wie stark das Starter-Set ist. Da haben wir Stein-Pokémon drin, also Stein-Energie. Schön verpackt, wie immer, das Ganze da. Schöne Seite. Oh, schau mal da, schöne Münze. Schöne Münze immer am Start. Gut, immer mal auf die Seite. Und da haben wir unsere schöne Holo-Karte vom Surfaged. Stage S, also 130er hat er da. 130er mit einer Energie und 40er Schaden und nach einer 180 macht er. The Pokémon can't use Meteor Assault again until it leaves the active spot. 180 Schaden, ganz klar, sehr stark. Ich kann es zwar einmal verwenden und dann einmal aussetzen, aber stark und zuerst nur 40. Wenn man Glück hat, kann man gut, aber an sich sieht sie eigentlich sehr gut aus. Wirklich schön, schau mal, wie schön die glänzt. Richtig nice. Auch die Karte an sich sieht ganz gut aus. Nicht beschädigt oder etwas. Ah, schau mal da. Da haben wir es. Da oben. Sieht man das? Sieht man nicht so gut, he? Aber da oben ist ein bisschen weiss. Centering. Oder Kante halt. Genau. Da haben wir das auch weiter andere. Und nachher wird das Set natürlich gerade mal austestet. Nachher spielen wir das Ganze auch gerade. Energiekarten. Oh, was haben wir da? Die ist gut, die Trainerkarte. Da kann man direkt eine Energie auf das Monster legen, auf der Spielbank. Oh, der Hippo Down. 150er. 80er. Flip 3 coins, this attack does 80 damage for each head. Aber 3 mal flippen, damit er muss treffen. Aber es ist 80, es ist 160 und mit 4 macht er 150er Schaden. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Mann. Gefällt mir. Da haben wir die normale. Mit die normale Karte. Nehmen wir die Trainerkarte. 3 Karten ziehen, ist auch gut. Also Passimian, Call for Family, 110er, 70er, Basic. Search your deck for up to basic Pokémon and put them onto your bench. Then shuffle your deck, nicht schlecht. Rock out, this attack's damage is affected by resistance. Okay, ja, aber aus Basis eigentlich nicht schlecht. Hippopotas. Basic-Version 70er, Double Stomp 70, Flip 2 Coins, da geht das 30 Damage 4 for each Head. Okay, dann macht er sich einen 100er Schaden. Auch nicht schlecht. Die ist gut. Da ist er, unsere Porenta. Schau mal, der böse Blick, den er getroffen hat. Ganz, ganz böse, Mann. Mit seinem schönen Lauch, den er hier hat. Aber nachher ist Schwertlauch noch besser. Der macht 10er, Flip a Coin if Heads, this attack does 30 more Damage. Dann wird er 40er und sonst macht er einen 30er. Flip a coin if head switch of your opponent's bench Pokémon with their active Pokémon. Kann man brauchen, Energie. Ja, die kann man auch brauchen, ist gut. Ja, die ist auch okay. Dann haben wir Stonjur, Mega Kick, Power Press. Less the energy attacking. Durch this attack does 60 damage more. Und sonst 4, 120 mit 140er. Stark. Dicta,
Basis, ja, stabil, gut. Und der Dick-Trio, was hat der 90er? 2 macht der 70er, 30er macht der Flipper Coin. If heads during your opponent's attack next turn, prevalent damage from the effects of attacks don't this Pokémon. Ja, ist okay. Und der Sudowoodo, der ist eigentlich für Basic gerade gut. Den kann man brauchen, weil man kann gerade zwei Karten ziehen. Also ich eigentlich für den Anfang gerade brauchen, Energy. Da, die kann man brauchen. Ist gut, kann man brauchen. Kann man auch brauchen. Kann man Dings wechseln. Pokémon Discard Your Head. Da kann man sie eben neu ziehen. Der Hypotenus noch eine Karte. Da haben wir auch zweimal. Die ist auch gut. Switch Your Active Pokémon von der Bank. Basic, der ist gut. Zweimal. Die ist auch gut. Da kann man, muss man halt Münzen werfen, aber wenn man den Kopf trifft, kann man gerade eine Energie vom Ablagestapel aufs Pokémon tun. Die ist eigentlich auch gut. Aha, da Passimian. Da haben wir auch schon einiges. Ja, das ist gut, das ist gut. Die da noch einiges. Der da noch einiges. Okay. Hat zwar ein paar Starke und Diktri. Der da. Polenta. Der und der noch eins. Okay, also hat 2-3 starke Attacken. Gut. Sieht stabil aus, das Deck an sich. Recht stabil. Eine schöne Karte. Ist doch noch geworden. Mit dem Lauchzelot. Aber soweit werden wir das Ganze dann sicher noch spielen und testen. Auf jeden Fall. Aber sieht stark aus, das Deck. Starten wir jetzt richtig durch. Würde ich mal sagen. Spielen mit Dragoran. Wow, die sind deftig, Mann. Die sind deftig, das Set, Mann. Das ist ein richtig starkes Set, man muss sagen. Also, was nehmen wir? Dicta. Und Hypotatus. Setzen wir mal. Und gerade voll in Angriff rein. Komm, jetzt gib mir den Kopf. Nee. Schade. Setzen wir die Grosse rein. Ich muss fast. Ich muss fertig machen. Schade. Wir fehlen schon wieder Energiekarten, Mann. Schon wieder Energiekarten fehlen. Das war's. Mit meinem Lauch. So. Und jetzt bist du am Zug. Humanoloid. Humanoloid. Das ist meine letzte Energie, die ich gerade habe. Die ich gerade kenne ich mehr. Dafür längst für einen Mega-Kick. Stark, stark. Komm jetzt, gib mir etwas Energie. Yes! Genau die brauche ich, Kollege, genau die brauche ich. So, jetzt, was willst du machen? Was machst du? Gewonnen, Evai! Starkes Set. Ich muss sagen, gefällt mir der Laufset, gefällt mir. So, liebe Leute von heute, das war's mal von diesem schönen Opening. Und Mr. Lauchzelot, wo ist er? Da. Sieht stabil aus, das Deck. Schaut euch gerne unserem Stream vorbei. Wir werden dort das Ganze auch immer spielen. Und das Ganze ein bisschen austesten, wie gut es ist. Das war's von diesem Video. Danke für mal. Demnächst kommt noch ein ganz grosses Opening. Schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Abonniert. Danke fürs Hinschauen. Macht's gut. Peace.